Geht kein Scheiß. Das ist der erste Satz der idealen Geliebten im Roman Corpus Delicti. Wir machen doch nichts anderes. Bei Tag und Nacht, wir vermissen ihn. Gemeinsam, komm her. Der Leser weiß im Prinzip noch nicht, wer die ideale Geliebte überhaupt ist, aber dennoch sagen diese Sätze schon sehr viel über die Funktion aus, die sie im Roman erfüllt. Also auf der einen Seite bringt sie praktisch eine gewisse Widerrede gegen das, was die Hauptprotagonistin Mia Hall sagt. Und auf der anderen Seite agiert sie aber auch in gewisser Weise als Freundin. Sie sagt, wir beide vermissen ihn, komm her, ich nehme dich in die Arme. Und daraus erschließt sich schon mal, dass die ideale Geliebte auf jeden Fall eine Funktion für Mia erfüllt. Was allerdings sehr interessant ist, ist, dass vorher im Kapitel gesagt wird, beziehungsweise die Mia philosophiert darüber, dass alles, was eine Funktion hat, irgendwann auch vergeht. Sie sagt wortwörtlich, alles, was einen Zweck hat, erfüllt ihn eines Tages und ist damit verbraucht. Selbst Gott besaß den Zweck, die Menschen zu trösten. Und siehe da, mit seiner Ewigkeit war es auch nicht allzu weit her. Das ist praktisch schon eine Vorausdeutung darauf, dass die ideale Geliebte, die, wie wir gerade festgestellt haben, eine Funktion hat, auch irgendwann verschwinden wird, wenn sie diese vollends erfüllt hat. Mia ist das allerdings nicht bewusst. Sie sagt vorher in dem Kapitel, sie sieht die ideale Geliebte als zwecklos an. Und in dem gesamten Kapitel wird der Leser auch im Prinzip unwissend darüber gelassen, was die ideale Geliebte überhaupt ist. Man bekommt nur diesen Namen gesagt und kann sich aber noch nicht wirklich was drunter vorstellen. Demzufolge erfährt der Leser auch erst 4 Kapitel später, was es mit der idealen Liebten überhaupt auf sich hat. Zuerst gibt es eine Rückblende. Mia besucht Moritz im Gefängnis und es kommt zu einem letzten Aufeinandertreffen der beiden. Moritz erzählt dann Mia das erste Mal von der idealen Geliebten. Hierbei erfährt der Leser die Funktion der idealen Geliebten für Moritz. Moritz hat sich im Gefängnis selbst eine für ihn perfekte Geliebte erschaffen, da er bisher mit Frauen nur Pech hatte. Nun aber im Gefängnis, wo alles leer ist, wo es nur weiße Wände gibt, erschafft er sich mit der idealen Geliebten selbst einen Ort der Geborgenheit. Dies wird auch am Zitat „Es ist unser Reich, es wird für immer unser gemeinsames Zuhause sein" deutlich. Demzufolge ist die ideale Geliebte eine Vertrauensperson gegen Einsamkeit im Gefängnis. Moritz äußert sich dazu wie folgt: „Sie ist ein bisschen launig, aber im Großen und Ganzen kommen wir gut miteinander aus. Ich bin nicht einsam." Für Moritz, sich daran zu erinnern, dass es gut ist, gegen ein falsches System vorzugehen, ist ebenso eine weitere Funktion der idealen Geliebten. Somit bekommt er Bestätigung in seinem Denken und ebenso Selbstbewusstsein beim Vorgehen gegen die falsche Methode. Genau, er versucht dann im Prinzip die ideale Geliebte Mia zu übergeben, also eine Art Abschiedsgeschenk oder Erbe. Inwiefern sich die beiden Figuren darüber bewusst sind, dass dies ihre letzte Begegnung ist, wird nicht ganz klar. Allerdings übergibt er sie eben an Mia und die reagiert darauf zunächst recht ablehnend und skeptisch, macht sich teilweise auch drüber lustig, bezeichnet sie zum Beispiel als Hirngespinst. Sie sagt, ich soll deine imaginäre Geliebte zu mir nehmen. Für solche Spielchen fehlt mir die Einbildungskraft. Und Moritz übergibt sie ihr dann aber mit den Worten, es wäre leichter zu glauben, dass wir uns bald wiedersehen. Die ideale Geliebte wird dich zu mir zurückführen. Also in der Situation wirkt es natürlich so, als ob die ideale Geliebte Mia einfach an irgendeinem Tag wieder zurück zum Gefängnis bringt, sodass er sie wieder besucht, weil sie halt zurück zu Moritz will, die ideale Geliebte. Im weiteren Verlauf des Romans wird aber also die eigentliche Bedeutung von diesem Satz noch viel deutlicher, dass die ideale Geliebte Mia zu Moritz zurückführt, ist nicht unbedingt wortwörtlich gemeint, sondern sie führt ihn praktisch, sie führt Mia zurück zu den Gedanken und zu der Weltansicht von Moritz. Und im weiteren Verlauf wird dann eben auch deutlich, wie die Ideale genau agiert, um dieses Ziel zu erreichen. Genau, des Weiteren schützt sie Mia auch vor unüberlegten oder überstürzten Handlungen. Wie zum Beispiel, als Mia voller Tatendrang eine Schrittfolge für ihr weiteres Handeln verkündet. Dabei ist das Zitat anzumerken: „Mia, würdest du bitte mal eine Sekunde nachdenken?
Hierbei wird deutlich, dass die ideale Geliebte großen Einfluss auf Mias Handeln nimmt. Sie ist immer da, um sie vor überstürzten Taten zurückzuhalten und schützt sie somit auch in einer gewissen Weise. Wie auch am Anfang schon klar wurde, hilft die ideale Geliebte Mia ebenso bei der Bewältigung der Situation, wenn es ihr zu viel wird, wie zum Beispiel nach dem Tod von Moritz. Hierbei nimmt die ideale Geliebte Mia auch mal in den Arm und agiert, wie bereits gesagt, als eine Freundin für Mia, die für sie da ist, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Zum Charakter der idealen Geliebten lässt sich auch sagen, dass sie ein recht sarkastisches Auftreten hat, also recht humorvoll vielleicht auch. Ähnlich wie Moritz gibt sie praktisch oft sarkastische Kommentare und Bemerkungen und nimmt dadurch auch aus vielen Situationen die Ernsthaftigkeit. Und das könnte man auch so sehen, dass es Mia teilweise erleichtert, mit manchen Situationen klarzukommen, wenn die ideale Geliebte diese einfach mit Humor nimmt. Zum Beispiel erzählt Kramer an einer Stelle, was für große Auswirkungen Moritz denn auf sie alle hätte. Und die ideale Geliebte kommentiert das einfach mit, gleich schlägt er vor, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Genau. Die wichtigste Funktion von der idealen Geliebten ist unserer Meinung nach aber, Mia von Moritz' Auffassungen zu überzeugen. Dabei ist das Zitat anzumerken, was dich von innen vergiftet, ist die faule Stelle in der Mitte des Systems. Hierbei wird schon die Auffassung, wie Moritz sie vertreten hat, wiederum deutlich. Dies führt aber in diesem Zusammenhang zu Streit und Diskussionen. Vor allen Dingen am Anfang des Werkes wird deutlich, dass Mia noch nicht die kompletten Auffassungen von Moritz bzw. der idealen Geliebten übernommen hat, sondern mit ihr diskutiert, da sie noch andere Auffassungen hat. Dies geht dann so lange, bis Mia an einen Punkt kommt, an dem sie die ideale Geliebte vollkommen versteht. Hierbei sagt sie, ich habe endlich begriffen, was du seit Tagen predigst. Es reicht nicht, an einen Menschen zu glauben. Es reicht nicht, einmal von seiner Unschuld zu wissen. Es geht darum, sich mit dem ganzen Wesen zu ihm zu bekennen. Und so wie in dem Kapitel, dem ersten Kapitel idealen Geliebten, also dem ersten Kapitel, wo es um sie geht, schon vorausgedeutet wurde, verschwindet die ideale Geliebte dann, sobald sie ihren Zweck erfüllt hat. Sie sagt, mein Auftrag ist erfüllt. Moritz' letzter Wunsch war es, dass du ihm glauben mögest, dass du verstehen sollst, was passiert ist, dass du immer auf die richtige Weise an ihn denken wirst. Somit ist praktisch der Zweck der idealen Geliebten erfüllt und wie vorher festgelegt wurde, verschwindet alles, was seinen Zweck erfüllt hat. Jetzt bleibt noch die Frage, in welcher Form die ideale Geliebte überhaupt auftritt. Ist sie also ein bloßes Produkt der Fantasie von Moritz und mir oder kann sie auch durch andere Personen wahrgenommen werden? Hierbei ist uns eine Situation aufgefallen, in der Mia mit der idealen Geliebten in Anwesenheit von Rosentreter spricht, worauf hingegen er entgegnet, hören Sie auf, mit ihm nicht zu sprechen. Hierbei wird nochmal spezifisch deutlich, dass die ideale Geliebte ein eindeutiges Produkt der Fantasie ist und sie von anderen weder gehört noch gesehen werden kann. Hierbei ist auch noch anzumerken, dass Mia tatsächlich mit ihr redet und dadurch, dass die ideale Geliebte halt für andere Personen nicht wahrnehmbar ist, wird hier nochmal die riesige Bedeutung für Mia deutlich. An einer anderen Stelle heißt es, Rosentreter greift ins Leere, weil die ideale Geliebte die Champagnerflasche etwas zu weit links auf den Couchtisch gestellt hat. Es wirkt so, als ob die ideale Geliebte physische Auswirkungen auf die Umgebung hat. Unsere alternative Erklärung wäre aber, dass Rosentreter zu betrunken ist, um direkt nach der Flasche zu greifen und Mia nun glaubt, dass es tatsächlich die ideale Geliebte war. Zusammenfassend kann man die ideale Geliebte auch als Symbol für die Freiheit der Gedanken auffassen. Für die Menschen in der Gesundheitsdiktatur ist es eben nur sehr schwierig möglich, sich der allgegenwärtigen Überwachung zu entziehen. Selbst in der Toilette sind ja zum Beispiel Detektoren angebracht. Und es bestehen zwar kleinere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Verlassen der Hygienezone oder auch das Entsorgen von dem Erbrochenen dann an einem anderen Ort als der Toilette, aber es besteht halt immer auch die Gefahr, irgendwie entdeckt zu werden und aufzufliegen. Und die Gedanken jedes Menschen sind aber halt frei und das Einzige, was nicht kontrolliert werden kann. Und daher ist praktisch diese Schaffung einer idealen Geliebten als Gedankenexperiment eine sehr effektive Möglichkeit, um sich von der staatlichen Kontrolle zu entziehen.
Okay, dann danken wir euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr euch das alles angehört habt. Und ja. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal uns schreiben.